seit meine Mitbewohnerin und ich unsere gemeinsame Leidenschaft für den billigen, wirklich, wirklich, wirklich widerlichen 3,99 Whisky aus dem Pennymarkt entdeckt haben, verstehen wir uns wirklich gut. Wir beide trinken aus Gründen. Ich, weil ich Medienwissenschaft studiere und das irgendwie verkraften muss, und Lena, weil sie Grundschullehrerin ist. Ihre Klasse ist relativ leistungsschwach und sie sagt, ohne Whisky würde keines ihrer Kinder jemals auf eine weiterführende Schule kommen. Bald haben wir Geburtstag, weil das eine sehr schöne Gelegenheit ist, mal nicht unter der Woche abzustürzen und am nächsten Tag auf die Mathearbeit von Jeremy zu kotzen. Erinnerung. Beschließen wir zusammen, eine fetzige Sause in unserer WG zu veranstalten. Unsere WG ist sehr großzügig, 4 Mitbewohner, ein Gemeinschaftsraum und ein riesiger Garten mit Feuerstelle. Wir nutzen den Gemeinschaftsraum nicht. Schließlich steht in der Küche der Kühlschrank, die Minibar, die Fritteuse und, naja, die zweite Minibar. Der Tag der Party. Lena plant eine Hawaii-Party und ich habe mich nicht schnell genug gewehrt. Wir brauchen Deko. Lena klebt überall Palmen an die Wände und Fenster und Glitzer und Einhörner. Aber Einhörner gehen immer. Ich kotze in die fucking Fritteuse. Um unsere Gäste auch kulinarisch zu begeistern, macht unser Mitbewohner Max Kuchensuppe. Es ist ein Gericht, was jetzt nicht unbedingt jedem geläufig sein dürfte. Das ist im Prinzip so, wir haben mal Max hat mal Kuchen gemacht. Ekelhaft. Nee, ich hatte niemals was Schlimmeres im Mund. Und wir haben uns gedacht, wir können jetzt keinen ganzen Kuchen wegschmeißen. Das ist ja komplette Verschwendung. Was macht man also? In kleine Stücke schneiden, ab in den Topf, bisschen Milch dazu, bisschen Honig, bisschen Kakaopulver, Kaffee für die ganz Verrückten und dann noch eine ganze Flasche Rum. Ja, das lässt man dann ein bisschen aufkochen und dann sieht das zwar aus wie sehr anstrengender Durchfall, aber es schmeckt okay. Ja. Neben der Feuerstelle im Garten bauen wir eine kleine Cocktailbar auf. Unser Mitbewohner Benny stellt fest, dass eine Cocktailbar, die nur Bier und Kuchensuppe serviert, jetzt nicht wirklich eine Cocktailbar im klassischen Sinne ist. Ich schlage ihn nieder und fahre mit Lena einkaufen. Auf dem Weg halten wir bei Toys R Us, weil ich schon immer meinen Bällebart haben wollte. Wir kaufen so einen kleinen Pool und ein Paket Bällebartbälle und im Kaufland später fängt Lena dann tatsächlich an zu rechnen. Wir sind voraussichtlich 17 Menschen. Wir machen Cocktails. Wir brauchen Wodka, der kostet 3 Euro. Wir brauchen Tequila, der kostet 5 Euro. Lena, was machst du da? Du rechnest völlig falsch. Ich kriege 300 Euro BAföG im Monat. Was verdienst du nochmal? Wir kalkulieren dann 2 Monatsgehälter für Schnaps und eines für Bier und fahren weiter. Wir sind wieder zu Hause. Jetzt, liebe Leute, kleine Rechenaufgabe. Der Pool ist 2,10 Meter lang, 1 Meter hoch und 1 Meter breit. In dem Paket Bällebartbälle befinden sich 90 Bälle. Der Boden ist nicht mal fast bedeckt. Überall liegen einsame Bälle rum und sehen aus, als würden sie gleich weinen. Aber wir haben jetzt Bälle. Wie geil ist das denn? Ja. Der Abend der Party. Einige Menschen trudeln ein. Irgendwann taucht auch mein erster und einziger Freund Nils mit seiner Freundin auf. Auftritt Annika. Sie kommt aus ihrem Zimmer und begutachtet Nils. Hey, ich bin Annika. Nils, etwas wortkarg. Was geht? Und sie? Sex? Ja. Ja, Nils und Annika verschwinden in Annikas Zimmer. Nils Freundin bricht in Tränen aus und rennt zur Cocktailbar. Ja. Annikas Freund, der auch dabei war und daneben stand, ist wenig begeistert, was er gerade gesehen hat. Vor Wut nimmt er sich einen Schrank aus der Küche und trägt ihn in den Garten. Dort stellt er ihn ab und fährt nach Hause. Auch etwas, was ich nicht ganz verstehe, weil hätte er den Schrank kaputt gemacht oder so, klar. Wut auf jeden Fall, aber er hat alle Gewürze vorsichtig rausgenommen, abgestellt, in den Schrank rausgetan und ist nach Hause gefahren. Wir haben ihn wieder reingebracht, schöner Schrank. Ich liege währenddessen mit Stefan im Bällebad. Stefan geht es nicht gut. Er hat beim Hilchenbacher Mamau verloren, muss eine Flasche Kräuterelch trinken. Kräuterelch ist ein bisschen, Jägermeister kennt man, ekelhaft. Wer sich Jägermeister nicht leisten kann, kauft dann Jagdstolz oder so, der kostet dann 6 Euro und naja, Kräuterelch ist die dritte Stufe. Seit er anschließend erst sein Frühstück, dann sein Mittagessen und schließlich auch sein restliches Leben ausgekotzt hat, hält er sich für einen ungarischen Kriegsveteran, der behauptet, dass die Russen Amerika nicht länger verteidigen werden. Hin und wieder kaut auf einem Bällebadball und macht Waldgeräusche.
Max rührt derweil in Appheim an. Seine leicht pyromanische Ader hat ihm schon ein paar Probleme gemacht mit der Polizei vor Ort. Deswegen beschränkt er sich mittlerweile darauf, Dinge bei uns im Garten zu sprengen. Heute ist unser alter Staubsauger dran. Der große Countdown zur großen Explosion läuft. 3. Benny klebt sich versehentlich an der Toilette fest. Ein Schrei geht durchs Dorf, als er aufsteht. Stefan kotzt in einem beeindruckenden, strammen Strahl ins Bällebad. Er hat keinen einzigen Ball getroffen. Nils und Annika verloben sich. Ah. Ja. 2. Nils Ex-Freundin steht nackt auf der Cocktailbar drauf und tanzt alleine Walzer. Alle schauen traurig weg. Lena leert die 4. Flasche Whisky und geht Zeugnisse schreiben. 1. Nils und Annika haben sich auseinandergelebt. Ja, so schnell kann das manchmal gehen. Die Kuchensuppe ist alle und die ersten Leute essen das Zeug aus der Fritteuse. Ja, so langsam. 0. Boom! Der Staubsauger explodiert und fliegt 100.000 Millionen Krassometer in die Luft und explodiert in einem wunderschönen Feuerwerk. Irgendwann gehen alle rein und helfen Lena beim Zeugnisse schreiben. Happy Birthday, rufe ich im ganzen Trubel zu ihr. Antworte ich und falle ins Koma. Dankeschön, schönen Abend noch.